Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe in Forza Horizon 3. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir wieder auf dem Blizzard Mountain. Und das mit unseren Polizei-Raptor, die zum Teil ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Ja, wir waren schon eine Weile nicht mehr her. Nur einer hat es irgendwie geschafft, seinen Raptor zu pflegen. Der Rest sieht ein bisschen kaputt aus. Ja, wir spielen Cops vs. Racer auf dem Blizzard Mountain. Es wurde sich gewünscht, dass wir da mal wieder zurückkehren. Wir haben das ja schon mal gemacht und es war damals eigentlich recht lustig. Und deswegen machen wir es jetzt einfach nochmal. Und natürlich geht es nicht nur mit 4 Raptors. Da brauchen wir auch noch ein paar Racer dazu. Die sind ja drüben. Und insgesamt mit dabei heute Arkois, Dead Second, Dixu, Eragos, Lars Latte, Le Gaming, Likas, Murmel, Paddy, Profit und Skyfire. Grüß euch alle. Hallo. 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 Ja, da wir in der letzten Zeit sehr, sehr oft Cops vs. Racer Most Wanted gemacht haben, es sind wahrscheinlich die normalen Cops vs. Racer Regeln den meisten gar nicht mehr so bekannt. Deswegen, ja, lernen wir die jetzt einfach auf dem Blizzard Mountain nochmal in der Blizzard Mountain Ausgabe ein bisschen kennen. Die Racer dürfen ab jetzt sich eine Minute flüchten. Ja, also ihr habt jetzt die Erlaubnis. Schaden ist auf beiden Seiten an, das ist nochmal wohl bemerkt. Also beide Seiten haben Schaden an. Die Cops haben hier aber ausnahmsweise die Minimap an, weil die Map ist sehr, sehr groß. Und deswegen, ja, sonst hätten die Cops keine Chance, innerhalb von 20 Minuten hier in dieser ersten Runde wirklich, ja, andrehen zu können. Es gibt noch eine zweite Runde, da tritt dann das zweite Cop-Team an und in der Summe ist es dann so, tritt eigentlich Cop-Team 1 gegen Cop-Team 2. Wer guckt einfach, welches Cop-Team hat schlussendlich die meisten Racer bekommen. Des Weiteren ist es noch so, dass die Racer dürfen, sobald sie ein Cop-Auto sehen, auch Offroad abhauen. Aber vorher nicht. Ja, vorher sollen sie die Straßen nutzen. Und wir haben getrennte Channels und das richte ich jetzt ein. Deswegen sage ich einfach schon mal liebe Grüße und viel Spaß an die ganzen Racer, an die Cops. Wir hören uns gleich. Alter, ich sehe gar nichts. Jo. So, also viel Spaß euch. Jo. So, und pünktlich laufen jetzt die 20 Minuten. Ich muss sagen, warum unsere Raptors so schmutzig sind. Wir haben eine Budgetkürzung mittlerweile gekriegt, also... Ja, ich habe meinen Gebrauch gekauft. Achso, ist das. Ja gut, Andi, wir machen wieder Pärchen hier. Oh ja. Und jetzt hört auch pünktlich, wo die Cops jagen müssen, den Blizzard auch. Da vorne am See ist auf jeden Fall einer. Ja, nehmt ihr den direkt? Eragos? Oder kommt der fährt in eure Richtung, fährt in eure Richtung. Also ja, dann nehmt ihr den. Okay, Andi, dann, zwischen Eragos drehen wir nach links ab. Okay, wir müssen aber alles auch, klar. Wir da links lang. Okay, ja, wir haben auch Schaden, deswegen müssen wir gucken, dass wir uns nicht gegenseitig abcrashen. Was haben wir denn? Audi hier. Kleine Infos bezüglich Schaden. So Zäune und so Lampen habe ich davon festgestellt. Einfach drüber fahren, das tut dem Auto null. Oh Gott. Herr Gast, okay. Da kommt einer schon mal zu. Ja, gut, wir haben einen Raptor. Ich meine, Raptor jagen ja bekanntes Strudel, das wissen wir ja. Ja, wir haben einen. Nice. Bitte folgen Sie der Straße und biegen Sie nicht nach links ab. Oh, er kommt dagegen. Ja. Er kommt dagegen. Was ist denn los? Alle hier am Rumpfhorn. Jawoll, frontal getroffen. Oh, es ist der. Es ist ein Rallye-Fighter. Ja. Scheiße. Vor ihm gesetzt, aber nicht gekriegt. Oh, weil das war ist hinten dran? Nein, noch nicht. Und der Rallye-Fighter ist raus. Jawoll. Perfekt, Nummer 1. Ein Hammer. Ja, wir sind immer noch am Audi dran. Der ist halt auch noch weiß. Ja, der ist auch noch weiß. Das ist ja richtig eben. Los, Max, auf in die Berge. 30% Motorschaden, das geht noch. Oh, der ist gegen Baum geflogen. Kommst du vor ihm? Nice. Ah, er sitzt im Baum, aber ich auch. Ich habe gerade auf dem Radar ganz viele oben rechts bei den Serpentinen gesehen. Ich glaube, er ist auch raus. Ist okay. Audi ist raus, sollen wir uns. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie. Ich hab sehr viel Schaden, aber. Nee, komm, das geht schon. Ja, ich bin ja auch noch. 18% ist was schon. Ich hab 7,2. Ja, ich hab 18,3% am Motor, Max. Geht's bei dir noch? Ich hab 50, aber das geht noch. Ich geh noch über 150. Ja, der geht doch links. Links, oder ja. Links, ja. Er steht. Okay, jetzt fährt er in unsere Falle rein. Ja, Eragos, von rechts kommt einer. Ja, lass ihn um die Kurve fahren. Der kommt jetzt eh. Glaube ich. Und jetzt der Erde umgekehrt. Hä, wo ist der hin? Also, weil das wusste.
Ich warte mal kurz. Vielleicht hat er uns gehört. Ja, vielleicht. Au. Der eine, der jetzt links runterfährt, ne, der fährt. Keine Ahnung, was der macht. Fährt er jetzt runter oder nicht? Nee, lass ihn. Max, sollen wir uns vielleicht resetten, okay. Weil so getrennt rumzufahren bringt absolut nichts. Nee, ich musste gerade. Also da hinten sind drei Stück auf einem zu lecken. Passt schon. Die holen wir alle drei. Ja, auf einmal. Da wir. Oh, unten fährt jetzt einer Richtung das Dorf. Ja, okay, einer fährt jetzt runter. Wenn Jagen war, der runterfährt oder der. Ne, der links, oder? Ja. Der links, das ist einer von uns, das ist Murmel. Ah ja! Wow. Wer ist jetzt der runterfährt? Ja, keiner von uns, das ist wirklich ein. Okay. Okay, dann jagen wir den. Oh, der ist nach rechts abgeflogen. Dann kommt wieder auf die Ausgangsrechnung, wenn er so weiterfährt. Ja, okay. Aber rechts sind noch welche, weil. Ich sehe sie, sind gerade ganz oben und fahren alle Richtung Westen. Warte, ich fahre ich mal schon nach Westen, so schnell wie es geht. Du kommst von oben über Westen. Ja, oder du reset dich halt einfach, du bist über Westen. Ich meine, das Wetter sollte eigentlich uns in die Karten spielen, aber ja, sagen wir, fahren unser Auto kaputt. Warte mal, vielleicht, wenn ich Glück habe, wenn ich jetzt nach rechts fährt, kommt der mir entgegen. Ja, er kommt mir entgegen. Hä, wo biegt der ab? Hä? Wo fährt denn der lang? Mensch, einer. Das geschickt macht an einen Konto. So, Max, ich höre jetzt auch bald ein. Ich bin hier gerade noch bei dir. Oh, mein Onkel, der verhungert, ich habe keine Power mehr. Ich habe einen Audi gefunden. Wo? Oh. Ach, du setzt mich jetzt einfach schnell, dann geht's schneller. Ich stehe davor. Ja, ich würde kommen, aber. Der schiebt mich einfach nicht. Meiner hat so viel Schaden schon, das gibt's nicht. Gott, komm in die Pönne. 60% Motorschaden hat selber zu viel. Ich muss mich auch resetten. Ich glaube, ich muss die Verfolgung hier ab. Passt, ein Audi ist raus. Audi ist raus. Jawoll, sauber. Okay, ja, nee, müssen wir. Also, das macht keinen Sinn. Ich komme. Und ich habe gleich den nächsten. Ich komme überhaupt nicht. Ich muss kurz Erikos leiser stellen. Okay. Feste bestehen schon. Dass ich das mal von dir zu hören krieg. Wir haben dich letztens alle eins lauter gestört. Muss ich alle eins leiser. Okay. Jetzt hab ich geschossen. Wo bist du gerade, Erikos? Hey, wo bist du? Festival gerade losgefahren. Fahr schnell am Festival, linke Landstraße bergauf, hoch auf den. Ja, dann fahr da links raus und dann da steht Murmel links raus. Okay. Ja, da kommt Murmel, komm mir zweimal jetzt einfach schnell. Mach ja, Murmel und ich. Warte, ich bin gerade beim Festival. Ja, eben, dann macht ihr zweimal, ist ja egal. Wechseln wir einfach mal schnell. Dauert geht schneller. Wer ist wo? Der Kollege ist man schon schlecht. Ja, wir fahren jetzt erstmal da hoch, das ist ja alles klar. Vorne von da drüben aus hoch. Macht dieser Verkehr. Schön langsam und vorsichtig. Halt mit Vollgas. Richtig. Ja, Vollgas und umweltbewusst. Ja. Wir fahren Ford Raptor, wir sind umweltbewusst. Da haben wir 10 Gänge. Richtig. Ist richtig. Ich könnte gleich mal ausnutzen hier den 10. Gang. Naja gut, das bringt nicht so viel. Geht da gar nichts mehr. Boah. Ja, da hinten kommt auf jeden Fall schon einer runter. Wo, was heißt hinten? Ganz hinten in den Serpentinen. Achso, ja, da fahren wir jetzt auch hin. Serpentinen, da sind wir gerade unterwegs in die Richtung. Scheiße. Oh, Andi! Das kommt geil, da sind auch noch andere weiter unten, weil das südlich der Serpentinen sollten auch welche sein. Hab einen Subaru gefunden, der biegt hier ab auf den Feldweg durch die, keine Ahnung, was das für eine Zone ist. Was sind da unten jetzt? Meister, ist einer oder ist das einer von uns? Wer kommt da hoch? Bist du das, Murmel? Nein, ich bin hinter dir noch. Ah ja. Ja, da kommt irgendeiner hoch. Den von rechts kommt uns jetzt. Einer hoch, von links einer runter. Ja, Profit. Oh, ich hab nur gestrichen. Oh. Hä, stand der nicht vorhin am Festival unten? Nee, das war der Audi S1. Ah, okay. Komm hinterher. Der ist auch verdammt schnell. Alter, der Subaru geht ab. Oh, und der fährt querfeld ein. Das ist so geil. Da haben wir besser. Ja, ja. Bekannter Baumbruch. Bidu, 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 Vorsicht bei dem Sprung. Ja.
Fährt sich noch kaputt, so wie der fährt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Gerade diese Sprünge sind, glaube ich, für den kleinen Ford nicht so geil. Ich habe leider einen Sprung gemacht, der mir direkt 50% Schaden reingedrückt hat. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt man nicht ran, oder? Fuck it. Bleib dran. Ich häng fest. Oh Gott, er fällt auf den Eissee. Ich komm nicht weg. Einfach schnell im Hauptmenü resetten. Das müsste auf dem PC mit. Ja, ja, oder? Ich hab schon. Ich hab schon. Versuch. Er ist im Dorf jetzt. Ja, ich sehe es noch. Okay. Boah, du bist so hängen. Ach komm, hau jetzt bin ich gerade berghoch. Dann fall ich schon wieder runter. Ich hab halt schon wieder mega Schaden, ey. Fuck it. Ihr müsst aber auch richtig viel Schaden haben durch die Sprünge. Ja, scheinbar nicht. Das gibt's doch nicht. Ich komm euch überhaupt nicht hinterher. Ah, ich geh schnell ins Festival, wenn wir eh gerade hier sind. Ich hab den Pontiac gefunden. Aber oh, wie fährt denn der über einen Hubschrauberlandeplatz? Ja, er leckt durch mich durch. Nice. Bleibst du am Pontiac dran, dann hol ich den Subaru. Mein Wagen ist am Arsch. Der Subaru hat auch Connection-Probleme. Alles klar. Ja, ist traumhaft, ist es. Wenn die Leute dann gleich Cops sind, wird's richtig lustig. Solange sie uns dann auch nicht treffen. Okay, ich hab dem eine mitgegeben und... Ich hab 90%. Bin auf dem schnellsten Weg zu dir. Wie flink ist der? Der hat auf jeden Fall Allrad drin. Das sehe ich schon. Wir kommen jetzt wieder zurück, mehr oder weniger. Komm der Scheißkiste nicht nach. Andi, bist du noch an dem Pontiac dran? Sonst hier den Berg hochgeklimmt. Ich kann dir auch noch was sagen, dass ich 90% Schaden hatte. Oh, und er leckt auch. Er leckt auch. Ich bin auf ihn draufgesprungen und bin durch ihn durchgeleckt. Also unten am Festival sind richtig viele Leute. Ja, im Dorf ist auch noch einer. Okay, ich bin schon wieder in die Richtung unterwegs. Ja, ich auch. Oh, der hat den Rallye-Motor auf. Das ist der Pontiac, der unsichtbar. Nein! Auto! Alter, 77. Aus Fahrer und Pontiac haben sich geküsst. Jetzt ist er tot. Das kommt. Bei ihm dran. Ja. Jetzt ist er eins, fertig. 2, 3, 4, 5. Raus! Hier ist direkt der Pontiac. Ja, komm. Ja. Aber ich brauch mal Punkten. Ist er? Komm. Weiter zurück. Jawoll! 1, 2, 3, 4, 5. Raus! Nice! So läuft das! So, da vorne ist noch einer. Oder ist es Eragos? Ich bin euch gerade gegengekommen. Ja, da ist nämlich einer am Dorf, ganz langsam. Mal, wer ist das da da vorne, der sich gerade teleportiert hat? Nee, das ist der Subaru, das ist blauer. Der hat sich gerade aber teleportiert. Bei mir auf der Karte. Bei dem Subaru. Der Subaru hat aber übel Schaden schon. Hab ihn doch mal frontal erwischt auf dem Motor. Ja, komm, fahr hinten dran. Ja. Das war's. Ja, okay, raus. Jetzt ist meine. Okay, ich muss mich nochmal resetten. Ja, ich muss auch ganz kurz nochmal. Ja, Mobile, du bist zurück zum Desktop, ist natürlich nicht so schlau. Ach nee, jetzt, oder Max? Ja, irgendwas hat er gemacht, also wir werden nicht mehr im Spiel. Ja. Ich weiß, ist meine Verbindung unterbrochen. Ja. Warte mal, wir haben jetzt 5, oder? Wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar. Wir haben die beiden Audis, wir haben den Subaru, einen Pontiac. Es fehlt wir aber. Wir haben noch den Ford. Wir haben den Rally Fighter geschnappt. Du Eragos, in einer Linie bitte toll. Ja, dann sind das ja nur noch. Keine Ahnung, eine hat Disconnect die ganze Zeit. Gibt's überhaupt noch eigentlich? Weiß es nicht. Profit in der Runde, ja, gell? Warte kurz mal, wie ich glaube. Den hatten wir schon. Nein, ist der noch in der Lobby drin? Achso. Ah ja, ist er vielleicht nachjoinen. Achso, okay. Ja, wir fahren jetzt einfach mal ganz in den Norden und dann gucken wir mal. Ich habe leider nicht selber nicht mitgezählt. Aber wie gesagt, der Dead Second ist ja sowieso die ganze Zeit nicht in der Lobby. Ja, ich denke, die können wir auch nicht werten. Dann fahre ich mal die andere Seite hoch.
Oh, warte, ich sehe gerade einen aus dem Festival rausfahren. Ach, ich bin in der Gruppe noch drin, aber irgendwie... Ja gut, aber der kann ja, kann's ja nicht sein, weil im Festival dürfen sie nicht rein eigentlich. Er ist halt durchgefahren. Ach so, deshalb, ja. Und jetzt dreht er auf einmal um. Ja, wir fahren jetzt einfach mal nach ganz oben, Andi und ich. Ja. Ach, ich verlasse einfach schon. Ja, ich habe einen. Jetzt vom Grund auf neu rein. Oh. Okay. Was ist das? Das ist so ein Ford Race Truck. Den haben wir schon. Straße. Oder? Ah, nee, den haben wir abgebrochen. Den haben wir abgebrochen. Den Ranger. Ja. Fein ist trotzdem mal hoch. Dann noch irgendwo einer ist. Aber ich glaube fast nicht. Also ich sehe nichts auf dem Minimap bis jetzt. Nee, ich auch nicht. Okay, aber rein rechterisch. Aber es müsste fast der letzte. Er müsste der letzte sein. Ja, komm. Wir haben noch 5 Minuten. Den holen wir uns jetzt. Wir fahren gerade am Dorf irgendwo vorbei. Ja. Der fährt auch so. Okay, das war so dumm. Ich glaube, ich muss. Jetzt habe ich mindestens einen Grund, mich zurückzusetzen. Jetzt ist er am Eissee. Was? Er ist am Eissee. Ja, wir kommen. Der Anführer hat ihnen keine Erlaubnis gegeben, beizutreten. Ja, probier's einfach nochmal. Das probierst du mit die Horizon-Gruppe. Mach ich gerade. Der Anführer zur Horizon-Gruppe konnte ihnen nicht die Erlaubnis geben. Anfangs mit dem Ding. Ist er immer noch Eissee? Nee, er ist gerade weggefahren und fährt jetzt die westliche Straße den Berg hoch. Thanks, Ray. Westliche Asphaltstraße den Berg hoch. Ah, ich seh's. Ich fahr jetzt einmal den Eissee mal direkt hoch. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber... Oh, mit dem Wagen? Ja, probieren geht über studieren, ne? Ja. Oh, ja, klappt eigentlich ganz gut. Ich bin leider trotzdem zu weit hinten dran. Da oben fährt aber nochmal irgendwas, ne? Links? Ja, ich fahr ihm. Nein, das bin ich jetzt. Links wahrscheinlich. Ganz linken Weg quasi. Ja, ganz links. Ja, okay. Ja, er müsste eigentlich der letzte sein. Oh, Eis. Eis, Eis, Baby. Spring wieder runter zum Eissee. Ja. Da fahre ich jetzt mal über rechts. Spring mit. Alter, ich sehe halt nichts, aber einmal mal irgendwo. Ich sehe einfach nur ihn und weiß. Ah, genau gegen den Baum geknallt, natürlich. Ja. Auf dem Eissee ist halt schwierig, dann müssen wir echt zu zweit ahren. Auf der Seite. Jetzt weiß ich halt nicht, wer ist. Wahrscheinlich erst der Vorderste, jawohl. Sorry. Nichts passiert. Ich fahr mal links zum Motor. Hoffentlich hilft's. Oh, sorry. Ach du Scheiße, Felsen. Ach, das ist doch scheiße. Wo ist er gerade? Rechts unten quasi, auf dem Berg. Vom, also vom Eissee fährt er jetzt wieder auf dem Schotterding den Berg hoch. Ich hab gedacht, geil, setz dich mal ins Festival zurück, vielleicht hilft's was. Nee. Wir haben noch 2,5 Minuten. Wird die Zeit nicht verlängert, während man in der Verfolgung ist? War das immer so eine Regelung? Ja, die gab's mal, ja. Aber ich weiß nicht, ob die das auch wissen. Obwohl, wir wissen ja auch nicht, wie viel Zeit sie noch haben wahrscheinlich. Also ich arbeite dran, kann ich sagen. Andi, ja. Ich unterstütze dich. Ich komme jetzt von der anderen Seite. Ich würde mal gerne rankommen und nicht hier irgendwie kaputt fahren, nicht die ganze Zeit. Wäre schon ganz gut. Ja, wir nutzen halt jetzt komplett die Offroad-Wege. Ja, ich auch. Weiß ich überhaupt irgendwie eine Chance habe, da ranzukommen. Nein, ist ja so ein gutes Recht mit dem Ranger. Nur das ist halt die Stärke von dem Ding. Ja, wären wir vorhin nicht kaputt gewesen, hätten wir den bekommen. Aber wir waren beide halt am Arsch, das ist das Problem gewesen. Da fährt mir halt der Nach. Er ist unsichtbar, ich hab keine Ahnung, wo er ist. Er ist auf der Strecke geblieben. Ja, okay. Gott, komm ich da hoch? Das sieht ziemlich steil aus. Ich fahr den Berg von links hoch. Komm, verdammt! Komm jetzt. Ja, Murmel, du bist gut unterwegs. Okay. Okay, jetzt muss ich gucken, ob ich gut treffen kann. Achtung, da kommt er. Nee, ich kann nicht gut treffen. Das ist ja knapp. Er hat sich überschlagen. Müsste euch jetzt eigentlich mal irgendwann sehen, aber ich sehe euch irgendwie nicht.
Du kommst uns entgegen. Er hat sich nochmal überschlagen. Guck, ich hab mich eingedreht und ihn erwischt. Jetzt. Ich steh davor. Schnell! Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Raus! Ich glaube, das waren alle. Ja. Glaube ich. Ja, muss eigentlich okay. sein. Eine Minute vor der Zeit. Okay, wir gehen mal ja, hoch. Ja, locker. Ist das geil? So, ich glaube, wir haben alle, oder? Ja. Ja, okay. Ich habe einen Disconnect. Das war so ja, wir haben es gemerkt, dass es bei dir immer ein bisschen Probleme gab. Hui, das war jetzt am Ende aber nochmal. Ich habe mich da dummerweise überschlagen, wo ich da runtergefallen bin. Ja. Dann der Kallus ist nicht ganz so geil. Ja, dann ist dir noch ein Raptor drauf geplumpst. Der sich auch gerade eingedreht hat. Ja, sehr cool. War aber auf jeden Fall spaßig. Auch für die, gut, die Leute, die halt gleich am Anfang draufgegangen sind, die tut es mir ein bisschen leid. Ja, ich hab aber es gibt ja nochmal jetzt eine zweite Runde. Und deswegen machen wir einen ganz kurzen Cut. Und dann, ist Cop Team 2 dran. Mal gucken, ob die es genauso gut schaffen. Wir hatten jetzt noch ungefähr, glaube ich, so knapp 40, 45 Sekunden noch auf der Uhr. Das heißt, solltet ihr im Falle, dass ihr uns alle bekommt, schneller sein, dann gewinnt ihr. Aber erstmal müsst ihr auch alle bekommen, das ist jetzt die Aufgabe. Wenn die Zeit abgelaufen ist und ihr seid noch in der Verfolgung, dann darf die Verfolgung noch zu Ende gebracht werden, es sei denn, er schafft es, mich abzuhauen, sozusagen. Okay, ja, das ist halt ziemlich schwer mit Minimap bei euch. Ja, da würde ich einfach sagen, ja, cool, hast eigentlich recht. Dann machen wir es so, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist die Zeit abgelaufen, fertig. Okay. Dann bleiben wir mal einfach so fair. Ich glaube, sonst hast du schon recht, sonst wird die Verfolgung nie eigentlich enden. Gut, dann würde ich sagen, kurzer Cut. Bis gleich. So, die Seiten sind getauscht. Neue Racer sind auf dem Schnee, sagen wir mal. Und der Blizzard hat wieder eingesetzt. Neue Cops da drüben. Böse Cops. Böse. Bad Boys. Ja, ich würde einfach sagen, ich ziehe euch rüber. Und könnt ihr irgendwie selber so für eine Minute stoppen oder so? Kriegt ihr das hin? Wenn es jetzt. Ja. Einer von euch? Hat einer von euch ein Handy? Ja. Süß, kann ich starten. Ja, nee, sobald ich wegfahre, ihr seht ja die G-Klasse, ja. Dann habt eine Minute warten, ja. Okay? Alles klar. Das große schwarze etwas. Okay, dann zieh ich euch schon mal. So, zack und zack und mal wäre zack. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, ab jetzt eine Minute. Und ich bin auch wieder drin. Na gut, so jetzt erstmal vorsichtig rausfahren. Und abhauen. Ich muss erstmal gerade den Ausgang finden. Erstmal den Ausgang finden. Ja, korrekt. Ich fahre jetzt einfach mal irgendwo querfeld ein in Aufnahme. Es kommt irgendwo eine Straße. Ich sehe Bäume. Da ist eine Straße, also los geht's. Also meine Taktik ist erstmal so weit Norden wie möglich. Erstmal das war tatsächlich auch meine Taktik, die Bergstraße komplett warten. Ja, meine auch. Ich komme nicht mal den Hügel rauf beim Hackertrieb. Scheiße. War doch das Problem. Komm. Da ist eine Straße, los. So, also Minute ist noch nicht vorbei. Wenn es echt fast so lang braucht, da hochzukommen, die Bluetooth. Ja, siehst du, ich bin schon wieder vor dir. Direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Vor allem mit Heckantrieb und nur 700 Kilo. Das Problem ist, ich kenne die Map so schlecht. Das heißt, ich weiß, wo ich kenne die gar nicht. So, eine Minute ist vorbei, aber jetzt können die loslegen. Oh mein Gott! Und erwischt. Die abcrashen die ganze Zeit. Ja, die können ja sicher variieren. Mein Auto wiegt 900 Kilo, was will ich da durchhalten? Meins wiegt 700 Kilo und ich hab nicht mal Kotflügel. Oh Gott, ich hab keine Ahnung, wo ich lang war. Links. Oh Gott. Lotus. Nein. Ich mein Red. Ich mein Rage. Ich bin glaube, ich glaube, das ist gut, dass Lotus den Motor hält. Oh, was mach ich denn? Jetzt bin ich gegen Baum geknallt. So ein Idiot. Ich nehme alles zurück, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Meine Lenkung hat ein halbes Prozent abgekommen. Ah, okay. Scheiße. Oh, hi Andi. Bisschen aufpassen, das Auto ist jetzt schon kaputt gefahren. Ich fahre den Berg wieder runter, das ist aber doof. Ja, du bist gerade auf keine Ahnung, wo ich gerade linken Hauptstraße. Ah, okay. Bergab natürlich, ne? Alter, der Blizzard ist halt echt scheiße, ne? Geht schon, man kann sich an diesen Lampen orientieren. Das, nee, das Problem ist, aber du kriegst ja gar nicht mit, wann die kommen. Du siehst nicht, wann die kommunizieren und nicht, wann deine Kollegen kommen. Ja, hab ich schon zweimal festgestellt. Boah, ich hab auch noch einen weiten Design. Ich fahr nicht ganz hoch, weil der Berg nicht auch kommt.
Gott, ich bin gerade fast die Klippe runtergefallen. Der Vorteil ist halt, das habe ich jetzt gerade als Kopf gemerkt, man konzentriert sich einfach auf die ersten, die man sieht. Das heißt, bis nach ganz oben kommst du eigentlich. Aus dem Radar raus. Kommst du eigentlich gar nicht, weil spätestens dann sind sie nämlich selber am Arsch, müssen sich neu reparieren und fangen wieder von unten an. Das heißt, bis sie da hochfahren. Ganz am Anfang in der ersten Runde, da haben mich auch zwei Cops gerammt. Ich habe zum Glück noch glimpflich weggekommen. Ich habe jetzt ja leider schon ein bisschen echt viel Schaden bekommen, aber egal. Ich könnte ja mal einfach ein Rennen starten, oder? Ja, mal gucken, ob's join. Was tritt mir einfach so eine Map auch ist, wenn man nichts sieht und keine Karte hat, ne? Ja, ja, eben. Vor allem das Problem ist, diese Schotterwege in Anführungszeichen sind ja einfach nur weiß, ne? Also, weiß ich nicht, was los ist. Ja, oh, Eis. Ich bin gerade so froh, dass diese Pylonen da aufgehört haben, die Leute. Ah, ich glaube, ich weiß es gerade. Ich bin, glaube ich, jetzt echt am nördlichsten. Ich bin gerade bei der Satellitenschüssel. Ich bin nicht hier. Da bin ich auch gerade gewesen. Ich bin jetzt aber weitergefahren. Links gibt es so ein. Ich fahre jetzt auf der Links geht's noch weiter. Ja, guck mal, da bin ich. Oh, da. Hier. Hallo, Ray. Ich glaube, ich fahre zum Peak gleich rauf, wenn es mein Lotus doch schafft. Hat irgendwer schon Kopf gesehen? Ja. Ja, ich. Okay. Ah, ich bin jetzt bei dem See, bei der Wasserquelle. Ja, da bin ich jetzt auch gleich. Aber ich glaube, ich kehre um, ich will oben bleiben. Ja, auch ich suche gerade ja die Auffahrt für ganz nach oben. Ja, da darf man aber ja nicht hin, weil das ja kein eingezeichneter Weg ist. Ach, stimmt. Ich habe eben noch überlegt, ob ich. Ah, ich glaube, die sind nicht mal aus Versehen rein. Hallo, A-Klasse. Oh, ich glaube, der Blizzard hört auf, sehr gut. Man sieht wieder was, juhu. Ach, hier bin ich. Pass auf, wir fahren einfach in Zweierstreifen dann. Da machen wir den fertig. Ja, ihr seid. Boah, Alter! Oh Gott. Oh, Eisfläche gekommen. Wir crashen uns echt nur selber ab hier. Ach, da gibt es schon mal den nächsten, wo wir entgegenkommen. Wir fahren auf der nördlichsten Straße. Ich bleib auf der rechten Spur. Ich sehe jemanden. Achtung, Achtung. Lotus. Das Problem ist, wenn wir jetzt ja alle hier oben sind, dann werden die halt auch zum irgendwann hier hochkommen. Ja, ich fahr jetzt mal ganz außen nach unten. Echt? Machst du okay, dann dreh ich um. Max, oh, Max, was ich. Ja, ich fahr schon langsam. Boah, ich hätte eigentlich Bock auf eine richtig geile Verfolgung gehabt. Oh, Driftzone, mal gucken, kann man was sehen, der Kleine schafft. Ich was sehe. Oh, hier hat man mega einen Überblick. Mal gucken, ob ich aber sehe. Oh, oh Gott, da kommen mir zwei Cops entgegen. Hilfe! Wo ja, ungefähr? Zwei Cops, relativ Cops weit oben. Berg wieder runter. Relativ weit oben, das höre ich nicht gern. Und einer kommt hoch. Da steht gerade der Skyline. Die drehen alle um. Skyline, du darfst nicht stehen bleiben, das ist dir bewusst, ne? Ja, ich. Ich sehe Scheinwerfer, ich häng fest. Gott, ich komm da. Da kommt irgendwas ganz schön krass auf mich zugeheizt. Aber es bist du, Ranger, alles klar. Yo. Mach mir eigentlich nicht so Angst. Ich hab grad noch gesagt, ich komm da. Skylines sind die wieder zurückgekommen. Fahren alle hoch. Ja, geil. Von rechts oder links, wo fahren die hoch? Jetzt muss ich mich kaputt kriegen, ich fahr einen Panzer. Ich hätte eigentlich einen Gurka nehmen sollen, oh Scheiße, ey. Ich hab ein EP-Schild gefunden. Jetzt wo du Glückwunsch. Yeah. Stufenabstieg. Es gibt aber keine Bonuspunkte. Toll. Sie fahren auf jeden Fall zu zweite Spiel. Scheiße. Finde ich eine dumme Taktik. Wer macht sowas? Aber echt. Man muss zu dritt und zu fahren. Machen. Ja, am Schluss waren wir das ja. Das war aber echt gut, ey. Boah. Ja. War aber ganz schön hart. Und ich bin wieder an der Satellitenschüssel. Ich fahre jetzt gleich an einen Rundkurs. Ich dümpel jetzt mal runter. Bei Satellitenschüssel nach unten. Warte, Ray, wenn du was sagst, wo du bist, machen wir mal direkt. Ich bin jetzt im Blizzard Mountain. Ich bin jetzt immer noch, weil das ist die Satellitenschüssel wieder. Genau, ja, dann fahr ich da eben hin. Aber da kommt grad, das ist irgendein schwarzer, keine Ahnung was, von uns, Escort oder irgendwas. Ja, ich weiß, es gibt halt zwei Satellitenschüssel. Es gibt einmal die eine weiter unten, die eine weiter. Ich bin jetzt bei der weiter unten. Oh, hier sind so viele Autos. Hinter uns kommen zwei Raptors. Oh, verdammt, die ist direkt bei mir. Nein! Also, ich bin auf der einen weiter ausgerutscht. Das ist gefährlich. Ich fall's den Berg runter. Ich auch. Ah, die sind jetzt ziemlich weit. Sie fahren dir nach. Ich bleib so lange es geht auf der Straße, weil die Sprünge sind es mir nicht wert. Gott, ich sehe euch da hinten. Oh Gott, was mache ich? Ja, oh, wow, Alter. Das Auto wieder dagegen gesetzt. Ach man, ich bin so dumm, echt. Ray, pass auf, die kommen. Irgendwas fährt hinter mir. Ja, ich sehe es. Ich glaube, die Seite irgendwo oben. Was ist das? Darf ich auch theoretisch nicht sehen? Kann mich gerade jemand sehen? Ich fahr am Berg runter. Irgendjemand fährt hinter mir. Die fokussen. Achtung, Theo. Ich hab halt Auto. Ray, du kannst abbauen. Ja, ich muss überhaupt nichts umdrehen, ich mach dich fertig. Das Problem ist, ich hab mein Auto jetzt
schon wieder gegen irgendwo dagegen geknallt. Ich habe jetzt mega viel Schaden schon. Ich hoffe es auch immer, mich selber kaputt zu fahren. Aber gerade das Problem ist, dass man sich hier nirgends reparieren kann. Boah, wo seid ihr denn, Raptor? Kommt mal her. Oh gut, ich schub's mich an. Also ich war jetzt zur oberen Seite neben den Schüssen. Oh, ich hab ein... Oh Gott, er dreht um, Hilfe! Ich glaub, da bin ich auch. Bei der Eisarena ist ein Raptor, bei der Eisarena ist ein Raptor. Aber dann kann ich ihn gleich wieder umdrehen. Ja, geht mir ähnlich. Oh lol! Die obere ich bin ist von die Seite reingefahren. Bei dem Redding Quail, bei dem Bär. Was ist zufällig? Fuck! Nebendran ist auf jeden Fall ein Gefahrensprung. Okay. Auf so einer kleinen Straße bei der Eisarena. Da ist ja, du siehst von der einen die andere eigentlich. Du siehst von der einen... Ja, stimmt. Stimmt. Schüssel die andere. Also ich bin jetzt beim Sprung ganz oben. Ja, wie komme ich denn da hoch? Achso. Ich sehe das Schein mehrfach. Es gibt mehr, zwei Wege dahin. Ich habe ein oder zwei hinter mir. Die Folge führe ich mal Richtung Festival. Ich habe einen hinter mir. Dümpelt mal weiter. Ach, oh Gott, pass auf, nein! Ich sehe ja gerade auf den Bergen, sehe ja zwei Autos. 25% Motor, fick mir, Alter. Ich könnte mir vorstellen, dass es leicht geht. Ich habe sogar 79% Motor und die kriegen mich immer noch nicht. Guten Tag. Tag. Okay, der eine fährt mir hinterher noch. Ja, komm, lass die Richtung fahren, ist besser. Ja, ich habe 12,5, es geht noch. Kupplung ist bei mir ziemlich kaputt. Bei mir ist alles kaputt. Bei mir hat alles 3,3. Nice. Oh, verdammt. Das frag nicht, wie ich das geschafft habe. Bremsen sind bei mir kaputt. Extrem vorne, also bei mir ist alles Untersteuern kaputt. Erst recht kaputt jetzt. Ja, ein Kopf ist gerade mitten in den Baum geflogen. Ich glaube, der muss resetten. Das Ding ist, also bei uns war es so, dass wir fast nach einem Fass immer uns auch resetten mussten. Das heißt, es wird bei denen jetzt nicht groß anders sein, weil sobald du hast so viel Schaden einfach nach dem ersten, den du kaputt gecrashed hast, dass du die anderen, die eigentlich noch ganz sind, fast nicht mehr bekommst. Ja. Da denkt man, okay. Dass so einen großen Auto. Ey, meine Lenkung, 100% Motor, 100% Kupplung, 100% Getriebe, 100% Antriebswelle, 100%. Und ich bin gerade den kompletten Berg runtergesprungen, der Kopf ist in den Baum geflogen. Ich war gerade nicht ankommen. Also rechts von uns habe ich den Krein gesehen. Ja, ja, das habe ich mir gerade vorher auch schon gemacht, aber es ist ein mega cooler Überblick. Und die Lichtstimmung finde ich gerade mega geil hier oben. Okay. Oh, ich habe einen Kopf bis abgehangen. Weiß jemand, wie lange wir das noch schaffen müssen? Mir ist gerade ein Raptor voll vorne rein. Ray, weißt du, was der Oberwahnsinn wäre? Was? Also zwei Punkte auf der Minimap denken, das ist die jeweils andere Streife. Ja, schon! Ja, schon, so wie wir gerade fahren, ist könnte es was sein. Zwei Raptors in Festival. WTF, ich hab 89% Schaden auf der Bremse vorne rechts. Das werde ich halt echt feiern. Also Schnee wird zwar einen Punkt hier irgendwann auf den Sack gehen in Horizon 4, das ist halt, wenn du wirklich mit Sportwagen fahren willst, aber so optisch bin ich halt geil. Schnee halt immer mega geil. Ja, ja, klar. Ja, guck mal, ich hab ein Problem, ich komm keinen Berg mehr. Ich muss auch unserer Kolonne anschließen. Wir fallen jetzt in den Kreis. Ich hab mir das auch gerade so gedacht, denk mir, hey, das ist doch schön, ich fahre hier hinten die kleinen Wegchen. Ich hab jetzt zwei Cops im Drehklasse vorbei. Also was perfekt geht, ist, die kann man sehr gut durch Wänden austricksen, weil die brauchen ewig, bis die gewendet haben. Ja. Guck, mein Auto wiegt ja 900 Kilo. Komm mir einer entgegen. Boah. Ich sag einfach immer am besten wo, weil es hilft, glaube ich, allen am meisten. Westliche Straße. Ich jage gerade einen am südlichsten Punkt beim Festival in der äußersten Landstraße. Ja, also ich ziehe das jetzt durch, mir ist das jetzt scheißegal. Ja, natürlich. Aber Andi, wir haben super, vorne fährt ein Panzer. Ja. Und hinter uns fährt ein kleiner Schneller, der sich sofort verziehen kann. Ja, schön, und ich bin am Arsch. Ja, genau. Wenn's blöd läuft, ey. Ich glaube, ich habe den jetzt wirklich abgehängt, den einen. So, gucken wir mal wieder nach rechts. Ich habe zwei abgehängt. Boah, das wird langsam auf mein Herz sagen müssen. Ah, das war gerade komisch. Alter, mir ist gerade einer vorne reingeklettert und hat mir kaum Schaden. Hier unten ist gerade im Tal. Ja, man kann mega weit gucken. Sau. Aber wir dürfen nicht anhalten, das ist das Problem. Sonst könnten wir echt ein bisschen genauer gucken. Ja, mach mal Picknick, ich hab Schlüssel dabei. Mach mal Fotosession. Ich rate euch, meidet das Tal, das Nebel unten und das Blende. Ja. So. Erstmal Snapchat. Ja, hier oben ist schön. Hier oben ist echt idyllisch. Wir können hier jetzt echt gerade gut. Ich komm grad. Und wenn uns zwei verfolgen, dann machen wir die fertig, das ist euch klar, oder? Ja, ist eigentlich auch eine Idee, oder? Einfach Crash und Kissy einfach kaputt. Ja, kann ich mit dem kleinen Teil Balle zu euch nach oben kommen? Ich glaube, die G-Klasse könnte schon gut was aushalten. Also, so wie ich mit der G-Klasse jetzt schon zweimal gecrashed bin, sind 12,5% Motorschaden echt gering, muss ich sagen. Ich bin gerade auch voll gegen den Raptor gefahren, hat mir keinen Schaden gemacht. Dass du den kleineren Wendekreis hast. Ja, gut, der Radstand ist jetzt auch nicht so krass von der G-Klasse, ne? Ja, stimmt. Also ich komme halt nicht so gut in die Kurven wie du, muss ich sagen. Ja. Rein vom Einlenken. Gut, man muss auch sagen, das ist ja auch die PXH Edition, ne, von der G-Klasse. Die passt halt perfekt in den Ding rein. Ja, ich hätte auch den
den Jaguar nehmen können. Dann hätte ich ja auch, hätte auch reingepasst. Oh, aber ich glaube, den bin ich das letzte Mal schon gefahren. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe halt die A-Klasse genommen, weil ich die eigentlich ganz geil finde für Offroad. Ja, das stimmt. Bin gerade schön gegen den Stein gefahren. Okay, jetzt wird es ein bisschen eklig hier. Ja, wenn ich jetzt, was Payback jetzt von ich halt idyllisch und romantisch auf einmal zum Horror-Szenario hier. Ja, aber echt, wo ist mein dazu hat da vorne nur Kerzen so gefühlt drin. Ich sehe vielleicht geil, schon Nacht und Blizzard. Das Geile was ist ja, dass ich an der schwarzen Heckscheibe von der G-Klasse deine Rückleuchten sehe oder eure beiden Rückleuchten sehe. Oh, ich glaube, hinter uns, pass mal auf, ganz hinten. Ich glaube, da habe ich schon. Ja, das sehe ich. Ich bin das. Okay, machen wir jetzt eine Viererkolonne da raus. Ja. Alles klar, zieh mal durch. Geil. Wo seid ihr? Ich komm grad. Wir fahren oben immer um die höchste Satellitenschüssel rundum. Ja, an den Wärmenseen und dann. Ja, nur gemeinsam sind wir. Das Geile ist halt wirklich, dass man, jetzt müsst ihr echt in meiner Aufnahme sehen, man sieht halt wirklich eure ganzen eure Scheinwerfer auf meiner Scheibe. Ach, da seid ihr. Ey, du hast doch gar nicht. Oh, Raptor. Ja, da ist gerade ein Raptor durchgeschossen. Okay, ich glaube, wir müssen unser Plan in Akta legen. Wir müssen schneller fahren, schneller die Runde. Achso, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich fahre jetzt hier runter. Könnt ihr auf dem runter war noch mal die Runde. Könnt. Oh, ein Raptor kommt mir entgegen. Und tschüss. Wer ist jetzt noch hinter mir? Andi und ich fahren wieder den Berg hoch. Ja, ja, den machen wir fertig. Und da ist einer. Rechts neben dir. Fährt hinter mir jemand. Und ich hab wieder einen Disconnect. Das ist unserer, glaube ich, oder? Glaube ich auch. Ranger, wo bist denn du? Fährst du gerade zwei Autos nach? Ja. Ja, okay, das ist der Ranger. Oh, vor uns, warte, was ist das? Wer ist hinter mir? Wer ist hinter der G-Klasse? Was ist da vorne? Das müsste ein Cop sein. Hinter mir? Ich bin gerade rausgeflogen. Fuck it. Ja, okay, das ist scheiße. Weil ich bin ja gerade hinter dir gefahren, dann kam rechts von mir. Wer ist das denn? Vielleicht ist es wieder Ray? Also ich bin, also nee, bleibt oben. Ich fahre nämlich das Tal runter. Und ach, warte, es ist Prophet. Was ist mit mir? Bleibt ach, Leute, die sind hinter mir. Bleibt ruhig oben, Leute. Prophet mit seinem Datsen. Yeah. Also wir sind jetzt hier dazu fährt ganz da oben. Wohin fahren wir denn jetzt? Links oder rechts? Ja, warte, fahr einfach rechts. Fahr ein Stück zurück. Links, jo, links, ich links. Kann nicht beitreten. Dann bin ich raus. Fahr dir mal vor, ich fahr durch. Ray, was sagt denn der Timer eigentlich? Nicht, dass wir uns gegenseitig gleich abholen. Wir haben noch 6 Minuten, ungefähr 6,5. Ja, wir haben doch einen. Ich bin jetzt mal hier links hochgefahren. Ich hab einen Raptor, glaub ich, gerade zerstört. Den Lotus. Sollen wir mal wieder gucken, ob wir einen sehen? Ja, nee. Alter, da hinten ist einer. Hinter uns ist ein Polizist. Ja. Achtung! Oh, hinter uns kommen sie. Der und Escort, schnell. Jo. Ich bremse einfach mal. Ach du Scheiße! Oh Gott, bei mir sind 3. Ben. Oh, noch mein Raptor. Mann, ich muss nicht gar nicht nach hinten gucken. Ich hab eine geile Rückscheibe. Das sehe ich ja, wenn jemand in der Nähe ist. Du hast den Rückspiegel außen. Ey, weißt du, der Raptor mit dem Gas. Ist ungefähr, ey. Ist echt so. Aber die Scheiben halt komplett schwarz gemacht wurden. Die sind mal richtig. Ja, jetzt verfolgt er mich. Wer ist das im weißen Raptor? Ich nehm den Fahrer weiter zur Runde. Ja, der Raptor hat den Fahrer nicht mehr. Du hast 2 hinter dir, Alter. Das sieht gerade so heftig aus. Kommt mal mit, Jungs. Kommt mal mit, jetzt tanzen wir. Ja, ich fahr jetzt auch wieder hoch. Ja, also dem hat keinen Schaden gemacht eigentlich. Vorsicht, aber ganz oben sind 2 Raptor, mit denen gerade Andi fechtet. Alter, wie geil war das denn auf die Bremse? So gefährlich die Eisfläche. 100% denken. Andi, es war halt von meinem Blickwinkel gerade voll geil, wie du einfach die 2 mitgenommen hast und mit dem voll durchs Feld durchgeprescht bist. Dazu und wer ist hinter dir? Ja, ich mach die mal jetzt fertig. Interview ist ein Escort. Okay. Ja, also wer gesagt hat, die Minimap ist zu OP, ich würde sagen, nein, ist sie nicht. Ach, was soll das denn? Nicht rammen. Aber Hauptsache 0% Motorschaden haben, aber 100% Lenkung, ja, nee, ist klar. Also ich tanze oben gerade ein bisschen Rodeo, ne? Was haben wir da hinten, oder nicht? Ja, ja. Aber ich sehe das total guter vom Raptor gekriegt. Ja, ich weiß auch, ich fahre jetzt die Rundstrecke von gerade eben noch andersrum. Der kommt jetzt zur Raptor. Ich mach die richtig fertig, sag doch. Ja, ich fahre jetzt. War das gerade Andi oder wie? Ja, natürlich. Das ist so geil. Ich sehe die Gefahr, wenn ich den jetzt ramme, dass ich dann am Arsch bin. Das sind vor allem 2, ne? Das ist noch dazu. Also den meisten Schaden haben bei mir tatsächlich die Reifen. Ich meine, selbst wenn wir es schaffen würden, als Gruppe hier oben beide kaputt zu machen, bis die wieder hier hochgefahren sind, geht gut Zeit. Vielleicht. Ja, okay, dann kommt mal her, Jungs. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Wo seid ihr? Ich war die Strecke. Wir können jetzt alle wieder hoch. Also ich fahre auch in die Strecke von eben. Bei mir ist es halt das Problem. Ich glaube, ich, wenn einen Treffer abkriegt, bin ich weg. Ach, du G-Klasse. Ah, hi, Ray. Das G-Klasse. Oh, hi, Ray. Ja, warte, ich schließe mich euch wieder. Ah, ich kann den nicht abschütteln. Langsam, Leute. Also, Andi, du weißt ja, du musst einfach. Wow, hinter mir ist einer, sag das doch.
Hab ich nicht gesehen. Guck mal hier vorne. Da vorne ist ein. Ich hab die Pasche mit. Leute, von hinten kommt einer, von hinten kommt er. Einfach alle mal bremsen, gucken. Ja, wow, rein. Alter, ich hänge hier fest. Ja, ich bin. Wir fahren einfach unsere Rennen weiter. Ich glaube, ich bin. Ah, ne. Wie viele Minuten haben wir noch? Gut durchhalten. Also, jetzt habe ich halt gut Schaden bekommen, Leute. Ja, warte, ich drehe um. Ich brauche jetzt ein bisschen Unterstützung. Und Lockvogel ist meiner nicht so geil. Ich muss eigentlich eher rammen. Ich schieb dich. Ja, wie gesagt, ich drehe um. Ich fahre immer noch unseren Weg, nur gewürz. Ich auch, ich fahre nur. Ja, ich auch. Ich fahre uns. Ja, geil! Ranger und Escort kommen dir entgegen. Was ein Glück! Der Ranger! Aber irgendwie mehr als zwei haben wir nicht gesehen, oder? Ja, ach, hallo, ja, Klasse. Helf mir mal hier. Ich bin jetzt. Wo bist du denn? Gerade rückwärts runter. Immer noch den Weg rückwärts. Okay, jetzt muss ich glaube ich abbrechen, weil. Ich glaube, die haben die Lunde gerochen. Bist du hingefahren? Zum zweiten Satellit. Ich jetzt. Oh, der bremst gar nicht mehr. Ach, warte, Ranger, wir müssen umdrehen. Ist ja euch. Ja, ich drehe auch um. Ich fahre einmal um die Satellit. Ranger, zu dir preschen Raptor runter. Vielleicht hängt das nicht. Ne, der fährt hinterher. Ja, warte, der eine hängt für mich jetzt gerade richtig. Ich versuche euch wieder ein paar abzunehmen. Ich hab vielleicht gedacht, der hat mich gesehen. Boah, das hat richtig Schaden. Winter, ja, aber. Ray, wie lange haben wir noch? Sag das dem einen Scheinwerfer vor mir. Sind noch 3 Minuten. Ey, bist du links oder rechts? Rechts, ne? Warte, Ray, ich bin quasi dran. Ich versuche ihn dir abzunehmen. Ja, ich bin ganz oben jetzt. Oh, ich sehe ihn. Okay, ich fahre weiter zur Strecke. Ich hab, ja, ich habe halt jetzt mega Schaden. Der ghostet sich bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er ist. Das bin ich. Achtung. Ah. Ja, ich weich schon aus. Aber da war noch ein Raptor bei dir am Arsch. Sei ich gerade lustig, hier da oben rumzufahren irgendwie. Jetzt sind ich sie aber. Hin. Jetzt sind sie bei dir aber hin am Arsch, beide. Ja, ich merk's gerade. Ja, ich bin da. Ich bin dran. Ich fahr halt wieder weiter zur Rennstrecke an. Hier hängt ein Raptor am Stein fest. Ja, moin. Oh, fuck's gesehen. Scheiße. Ich hab mich überschlagen. Komm, wir schieben jetzt gut, alle, dass Ray. Ich zurückgesetzt wurde. Das sind jetzt echt taub. Leute, unten sind, Problem, da sind zwei Raptors. Mein Auto. Die fahren doch wieder hoch, die fahren hoch, die kommen euch entgegen, pass auf. Ja, dann kommt mal her, Jungs. Ja, ich bin raus. Oh, Jungs. Raptor, verdammt. Nein! Ich überschlag mich jetzt einfach nochmal und setz mich wieder zurück, dass sie immer hoch und runter fahren. Ich lock einen weg. Ey. Ich komm hoch. Ey, Escort. Der folgt mir gar nicht. Escort. Alter, komm doch mal her. Der Überschlag hat halt richtig gekostet, leider. Fährt, folgt dir einer? Ich will, dass sie mal herkommen. Ja, das ist einer. Was sind die denn? Sag mir, die kommen, ich seh das nicht. Also, Achtung, Vorsicht! No! Oh. Ich glaube, das war der Ranger. Wir versuchen gerade den Berg runterzufahren, kann okay, das sein. Okay, das ist fies, wo ist er jetzt? Wie lange haben wir eigentlich noch Zeit? Da ist er. Die stehen doch noch da oben, oder? Ja, die stehen da rechts. Ich will das nicht. Ich kann da dann nicht hochgucken und gleichzeitig also, der eine ist immer noch bei mir. Wie lange geht's noch? Mal gucken, ob er mich jetzt kriegt. Dann mach ich den fertig. Also ich bin 100% kaputt, mal gucken, ob er mich jetzt jagt oder nicht. Also ich bin am Arsch, Jungs, hinter mir steht einer. Ich muss mal gucken, ob er den kaputt kriegt. Wo bist du denn? Wo bist du? Ja da, Andi ist gerade vorbeigefahren. Na komm, mein Großer. Ja da. Ich glaube, der ist kaputt. Ja, der hat sich wegteleportiert. Ja, ich fahre noch. Du bist noch im Rennen. Ey, lass mal wieder weiter zur Rutschstrecke hier fahren. Ja so, die Achtung, Zeit ist jetzt weg, gleich rum. Dazu, nee, erst. Warte, ich will doch noch einen haben. Oh, danke, du hast mich erlöst. Macht nix, ich habe ihn dir weggelockt. Ja, danke schön. Komm schon, noch ein Raptor, bitte. Oh Gott, mir kommen 3 Raptor entgegen. Und ich hab mich überschlagen. Ich hab den Fuß hier. Und der hat sich überschlagen, wie geil. Also ich hab überall 100%, aber er fährt immer noch. Ja, die Raptor crashen sich gerade. Leute, ich hab grad Raptor ausgeschaltet. Nice, ja, Zeit ist um. Jawoll. Bei mir haben sie sich gerade gegenseitig abgecrashed. Ja, ich versuch die mal zu uns hochzuziehen. Ich krieg ihn auf Forstertonne. Boah, okay. Jetzt ist vorbei. So, ich glaube, die Zeit ist rum. Hallo? Lebt ihr noch? Hallo? Nein. ganz perfekt leise. Eingepackt. Also, geniale Taktik euch da oben, wo nichts ist, wo man sich festsetzen kann, so herumzufahren. Ja. Hä? Was kann man meinst recht, du? Kann man recht wenig machen. Wir waren eigentlich nur eine Sightseeing-Tour machen, ansonsten war da nichts. Wir sind halt die ganze Zeit da oben eine Strecke rumgefahren, ja. Wir haben uns eine Strecke ausgesucht und sind die ganze Zeit im Kreis gefahren. Bis wir da oben sind wir schon fast kaputt. Dann müssen wir wieder reparieren, können wir wieder unten anfangen. Ray, du warst eigentlich praktisch tot.
So war der Plan. Praktisch war ich tot, aber du hast mich irgendwie nicht festgesetzt. So, ja, beim ersten Mal hast nichts gemacht. Beim ersten Mal bist du schon relativ lang drinnen gestanden in der zwischen den Steinen. Ich fand's halt echt ja, so aber geil. Du hast mich wieder rausgeworfen und dann dachte ich, ja gut, wenn du mich jetzt rauswirfst, dann ja, fahre ich halt mal wieder weiter. Hättest du nichts gemacht, dann hätte ich auch aufgegeben, aber du hast mich quasi einfach wieder rausgeschmissen. Sozusagen. Ich fand's halt echt so geil, einfach wie ihr oder wie einer von euch Argos verfolgt hat. Ich fahr vorbei, beide mir hinterher und dann, jawohl, jetzt gibt's Action. Aber ich sag's auch mal so, ganz ehrlich, jetzt am Schluss war ich auch komplett am Arsch. Also ich hätte mich da jetzt auch aufgegeben, aber ich glaube, ihr habt sowieso die anderen halt auch einige noch nicht gehabt. Also an dem glaube ich, hat es nicht gescheitert. Na. Also, dem her. Aber ja, schwierig. Es ist schwierig, weil ich habe es selber gemerkt, als wir Kopf waren, dass man einfach nach oben fährt und der Erste, der entgegenkommt, den nimmst du. Und alle, die weiter oben waren, die waren eigentlich safe. Und deswegen habe ich gleich die Taktik gehabt, hey, ganz ehrlich, lass einfach direkt hochfahren. Genau. Und wie du sagst, bis ihr oben seid, je nachdem, geht gut Zeit ins Land. Und ich meine, wir fahren gegen Zeit. Und das war ja eigentlich die Idee dahinter. Eine Frage dazu, war ich im Mittelsektor rum, bisschen mit dem Lotus und wusel mich immer raus. Hat auch geklappt. Deswegen, das wird wahrscheinlich die letzte Blizzard Mountain-Ausgabe gewesen sein, weil sonst weiß jeder, wie die Taktik funktioniert, das wäre ja blöd. Deswegen, die nächste CVR-Schnee-Edition wird es dann wahrscheinlich in Horizon 4 geben. Oder wir überlegen uns noch was anderes. Mal gucken. Egal, auf jeden Fall, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind raus an dieser Stelle. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.